Warrider, wer ist der Warrider? Oh Gott, ey, ich will hier noch raus. Das ist dieser Geist. Es muss dieser Geist gewesen sein, den ich gesehen habe. Does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Echt? Okay. Der Kerl war schon tot und hat... Ja, aber wie funktioniert das? Die Patienten wissen, dass Dr. Wernicke tot ist. Eine Frage... Einer fragte mich, welche Experimente führt ein toter Doktor an lebenden Patienten durch? Was ist Projekt Warrider? Geht's noch tiefer runter, okay. Dann lass uns noch mal kurz hier. Okay, was haben wir hier? Eine Batterie? Sehr gut. Hier war doch gerade noch einer mit der Taschenlampe. Wo ist er bitte hin? Wie ist er da entkommen? Ach so, der war auf der anderen Seite. Steht er? Admin-Block. Okay, da lang. Und ich frage mich, warum sind die einen ein bisschen netter? Und die anderen versuchen mir den Bauch aufzuschlitzen. Oder den Kopf abzureißen, was auch immer. Wahnsinn. Oh. Ja, aber super, wohin muss ich? Mach mal kurz eine neue Batterie rein. Klick. So, sollen wir Female oder Male? Gehen wir Female. Okay, ist geschlossen. Super. Fuck you, was war das? Armer Kerl. Alles voller Blut. Guck mal, wie viel Blut es ist. Viel zu viel. Ich dachte, da wäre was. Überall Gedärme und Beine. Habt ihr das gehört? Alter, was geht ab, Mann? Geschlossen. Was war das? Was gehört? Oh mein Gott, ja. Ja, es muss doch irgendwo einen Ausgang geben. Schauen wir mal ganz kurz, ob hier eine Batterie rumliegt oder sowas. Nein, aber ich kann hier einfach nur reinschauen. Da muss ich vielleicht hin. Okay. Ich frage mich, was man macht, wenn man keine Batterie findet. Und einfach die komplette Nacht sich verbraucht hat. Dann ist man, glaube ich, gearscht. Denke ich mal. Hallo? Die Frage, in welche Richtung gehe ich? Okay, hier geht's lang. Fuck, yo, Alter.
Und zu. Zum Teufel, Alter, geht hier nur ab. Aber da lang hätte ich auch gehen können. Dann lass uns das mal da lang gehen. Oh, das Wasser, wie es spritzt. Vielleicht liegt hier irgendwie eine Batterie rum oder so. Ha, perfekt. Super. Dafür kommt man immer zurück. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Hey. So. Da ist die Treppe nach oben. Und denkt schon wieder einer am Geländer. Fuck, Alter, raus aus dem Wasser, Mann. Wieso liegt hier keine Batterie? Nachladen. Neue Batterie rein und weiter geht's. Puh. Hallo? Fuck, Alter, was war das schon wieder? Hat der reingekackt oder was? Was ist das? Weiß ich nicht. Lass uns erstmal hier lang laufen. Es ist ein riesiges Areal hier. Hier passiert doch gleich was. Bruder, ist der Kerl. Uns gesehen! Ah! Lauf! Ah! Oh, fuck! Oh, du bist doch ein Assi, ey. Ganz ehrlich. Oh, wie lange nehmen wir denn eigentlich schon auf? Ich habe gar keinen Wecker gestellt. Schon, wahrscheinlich schon eine ganze Weile. Dreht sich der Kerl auch noch um, versteht ihr? Der dreht sich immer dann um, wenn ich das nicht brauche. Wo bist du? Er kommt direkt auf mich zu, versteht ihr das? Laufen mal da lang. Immer versuchen, ein bisschen an der Wand zu laufen, dass er uns nicht von hinten überraschen kann. Aber wir wissen ja ungefähr, wo der Kerl ist. Alter, guck mal, wie groß das ist. Wo waren die Leiter? Die war doch irgendwo.
Dahin, irgendwie muss ich dahin. Wo ist er? Oh Mann, ey, es geht hier, der Akku geht leer schon wieder, das gibt's doch gar nicht. Wir laden schnell nach, ey, Biff. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Hey, Mann! Wir laufen einfach mal jetzt hier weiter, also keine Ahnung. Und hoffen mal das Beste. Kann ich da hoch? Ja, komm. Mach's doch noch lauter. Hallo? Was ist das? Aber bloß, du siehst nicht genau, wo der Kerl ist, du. Da ist er. Und da ist die Leiter. Also die Treppe. Ich stecke mich ein bisschen hier. Laden schnell nach. Ganz langsam hoch! Hoch! Du Stück Scheiße! Ist gerade einer auf mich zugerannt. Na egal. Freunde, ich glaube, wir machen hier eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Puh, haben wir wieder ein bisschen viel gesehen. Gute Streckmomente, also es ist echt interessant, was ich würde gerne herausfinden, was hier eigentlich vor sich geht. Also schon ziemlich spannend und gruselig auch immer diese Hetzjagd von diesem scheiß Chris Walker. Ich hasse den Kerl, Wahnsinn, wie der nerven kann. Puh. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einfach ein paar Kommentare da, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Outlast wieder. Ciao.